Aber ist noch ein bisschen schwach auf der Brust. So mit der Gesundheit. Vielleicht Medikit? Oh yeah. Hatte ich doch den richtigen Gedanken. Und nochmal gespeichert. Okay, wir rücken weiter vor. Und da ist auch schon der nächste Feind. Komm schon, du batterianischer Schweinehund. Knie nieder vor mir. Und der nächste Stufenaufstieg. Hell yeah. Was versuche ich jetzt? Ich habe mal verwirrt rumgeklickt. Naja. So. Oh, Kiste mit Granaten. Das hört sich doch gut an. Granaten sind immer gut. Zwei Stück für uns. Ah, und wieder so ein blöder Spind mit Dechiffrierung. Ah, da habe ich mich mal wieder darüber geärgert, dass man die meisten Behälter in dem Spiel nur öffnen kann, wenn man eine Technikerklasse gewählt hat. Weil das ist, glaube ich, das einzige, die einzige Klasse, wo man Dechiffrierung haben kann. Und wenn man diese Fähigkeit nicht hat, aufgrund der Klasse, kann man diese ganzen lustigen Behälter nicht öffnen. So verpasst man eine ganze Menge an Items. Das fand ich sehr, sehr schade. Dass man, ja, im Grunde, wenn man das haben will, wenn man erforschen möchte, sollte man einen Techniker machen in Mass Effect 1. Okay, verwirrt suche ich den nächsten Punkt, wo es weitergeht, wo wir irgendwas aktivieren müssen. Wir müssen nur noch den Antrieb abschalten, glaube ich. Ein ominöser Raum mit einer Kiste, wo schon wieder die Dechiffrierungsfähigkeit zu gering ist. Ich werde bekloppt. Naja, aber hier, das können wir deaktivieren mit dem Minispiel. Zack, zack, zack. Bam! Ich sehe, dass der Antrieb offline ist. Ja, gut, hast du das gesehen. Können Sie mich hören? Aber wer bist du überhaupt? Wer sind Sie? Was ist hier los? Mein Name ist Kate Bowman. Ich bin Technikerin. Ich gehörte zu dem Team, das diesen Asteroiden nach Terra Nova bringen sollte. Gestern wurden wir dann von batarianischen Extremisten angegriffen. Seit ihrer Ankunft verstecke ich mich hier. Ich glaube, die wissen, dass der Antrieb ausgeschaltet wurde. Bestimmt. Warum machen die das? Weiß ich nicht. Aber wenn dieser Asteroid nicht aufgehalten wird, müssen Millionen Menschen auf Terra Nova sterben. Wenn ich was rausfinde, werde ich... Ja, und schon wieder frage ich mich... Der Asteroid wird doch gar nicht aufgehalten, wenn wir die Antriebe abschalten. Wir müssten doch eigentlich die Antriebe so programmieren, dass die irgendwie den Kurs genau umkehren oder so. Weil durch das Abschalten behält es doch immer noch seinen ursprünglichen Kurs genau in Richtung Planet. Wird halt nur nicht mehr beschleunigt, aber es wird auch nicht langsamer. Es wird aber dennoch durch die Gravitation des Planeten hoch. Ich wollte nicht auf... Sind Sie verletzt? So ein Idiot! Schießt uns einfach an! Ich kann nicht einfach auf alles schießen, was sich bewegt. Was zum Henker stimmt mit Ihnen nicht? Tut mir leid. Ich dachte, Sie wären einer von denen. Ein kleiner Tipp. Zwei Augen, Mensch. Vier Augen, Batterial. Super Tipp. Okay. Den werde ich mir merken. Ich weiß, dass Sie Angst haben. Aber ich bin hier, um Ihnen zu helfen. Commander Shepard von der Allianz. Simon. Simon Atwell. Ich bin der leitende Ingenieur auf diesem Felsbrocken. Hören Sie. Wir haben nicht viel Zeit. Die Batarianer haben die Fusionsantriebe aktiviert. Sie müssen sie wieder deaktivieren, bevor wir Terra Nova erreichen. Da unten. Ich verstehe es immer noch nicht. Menschen. Naja, egal. Meine Familie. Sie lebt in Aronas. Meine Kinder und Enkel. Sehr schöne Gemeinde. Gute Schulen. Ich habe keine Zeit, das im Kopf auszurechnen. Was passiert, wenn wir diesen Felsbrocken nicht aufhalten? Du bist nur zu faul, Shepard. Gib's doch zu. Von 22 Kilometern. Doppelt so groß wie der Asteroid, der damals auf der Erde die Dinosaurier auslöschte. Das hört sich nicht gut an. Wir haben ja gemerkt, dass mit den Dinosauriern ist da auch nicht so gut gelaufen. Die Hitze der Explosion. Dann könnte es mit Terra Nova auch nicht so gut bestellt sein. Es wird verheerende Brände auf dem ganzen Planeten geben. Die Druckwelle wird alles im Umkreis von hunderten Kilometern dem Erdboden gleich machen. Terra Nova wird sterben, Shepard. Nicht nur unsere Kolonie, nein, der ganze Planet. Es wird einen Klimawechsel geben, Massenaussterben. Das Ökosystem wird tausende von Jahren brauchen, um sich davon zu erholen. Vielleicht sogar Millionen. Das hört sich echt nicht gut an. Aber wenn der im Ozean landet, vielleicht? Nein? Besteht die Möglichkeit, dass er in einem der Ozeane landet? Das wäre noch viel schlimmer. Tsunamis würden mit hunderten von Kilometern pro Stunde landeinwärts rasen. Millionen Tonnen Wasser würden beim Aufprall verdampfen.
Der gesamte Planet wird in Wolken gehüllt sein. Sämtliche Pflanzen könnten sterben. Und dann würde das komplette Ökosystem umkippen. Ich kann keine genauen Zahlen nennen, aber glauben Sie mir, es wäre verheerend. Du bist doch auch noch zu voll zum Rechnen, oder? Ich schätze, Batterianer sind so mies wie ihr Ruf. Ich kenne alle Geschichten. Sklavenhändlerringe, die Menschen wie Tiere verhökern. Piratenbanden, die Kolonien niederbrennen. Aber das ist... Die Citadel-Konventionen untersagen mutwillige Asteroiden-Kollisionen. Ich hätte nie gedacht, die Batterianer würden so weit gehen. Die Konventionen gelten nur für Völker, die dem Rat angehören. Die batterianische Regierung ist ein Schurkenstaat. Die Aha, wieder Iran. Wenn das zur Gewohnheit wird, würde der Rat ihnen den Krieg erklären. Ich glaube, dass die ohne Genehmigung ihrer Regierung handeln. Das hört man ja auch schon im Namen. Bata-Iraner. Wenn die Batterianer dass mir das noch nicht früher aufgefallen ist. Ich will nur nicht, dass die Trockenlandpartei eine Bedrohung meiner Heimat als Entschuldigung nutzt, in die Heimat anderer einzufallen. Na, die Trockenlandpartei ist so eine, ja, im Grunde rechtsextreme Partei in der Welt von Mass Effect, die für die Menschen und gegen die Aliens ist. Bei unserer Ankunft auf Terra Nova hätten wir sie zünden sollen. Ich habe sie mit Bewegungsmeldern ausgestattet. Ihr Panzer wird sie auslösen. Sie müssen zu Fuß rein. Und selbst dann explodieren sie, wenn sie zu nah rankommen. Das klingt nicht gut. Wie sollen wir denn da reinkommen? Dann sollte es kein Problem geben. Soll ich etwa eine Kuh anfordern, die als Schild vor mir hergeht? Sie können sie ja deaktivieren. Nur ach, Shepard, du Schelm. Ich hatte nicht die richtige Ausrüstung, um sie anders anzubringen. Am Eingang zur Fusionsanlage, innerhalb des Detonationsbereichs, gibt es eine manuelle Steuerung. Dort können Sie die Kapseln entschärfen. Super, wenn wir denn es schaffen, nicht vorher zu explodieren. Leute arbeiteten außerhalb, als der Angriff begann. Ich mache mir auch Sorgen um Sie. Diese Batterianer sind unbarmherzig. Ich habe gesehen, wie sie Löcher in den Helm von Leuten machten, die im Vakuum arbeiteten. Ich glaube auch nicht, dass sie vor dem Füttern der Waren das immer ist warten, nicht nett. Bis die Opfer auch tot sind. Das ist auch nicht nett. In ein paar Stunden werden 4,5 Millionen Menschen sterben. Zwingen Sie mich nicht, Plattitüden abzulassen über das Wohl weniger gegenüber dem vieler. Aber wenn Sie sehen, während das Sie... Das stammt aus Star Trek. Sie haben recht. Konzentrieren Sie sich auf die Antriebe. Tut mir leid. Ein paar Ingenieure haben drüben an der Hauptanlage gearbeitet. Aber vermutlich sind sie bereits tot. Oder die Batterianer haben sie als... Naja, von einer wissen wir, dass sie entkommen konnte. Kate Bowman hat mich kontaktiert. Die Batterianer haben sie noch nicht gefunden. Katie lebt? Sie gehört zu meinen besten Ingenieuren. Sie hat sich zusammen mit ihrem Bruder verpflichtet. Aaron hieß er, glaube ich. Er gehört zur Sicherheitsmannschaft. Aaron hieß er, glaube ich. Es geht ihnen gut. Die Zeit wird knapp. Ich werde diesen Felsbrocken ins All befördern. Ich mache mich lieber rar für den Fall, dass einige Batterianer zurückkommen. Viel Glück, Shepard. Ja, versteck dich nur. Und alles bleibt wieder an uns kleben, aber immerhin 2 abtrünnigen Punkte konnten wir sammeln. Und dann machen wir uns wieder auf in den Mako. Kurzes Orientieren. Da sind wir. Da ist der nächste Funkturm. Nee, da waren wir schon. Zu dem Funkturm könnten wir noch. Da waren wir oben. Und da war das erste Fragezeichen. Jetzt bin ich wahrscheinlich wieder auf die falsche Taste gekommen. Genau. Das heißt, wir versuchen jetzt noch zu diesem einen Funkturm zu kommen. Am besten, indem wir uns da so von links den Berg raufschleichen. Oh, da haben wir sogar noch einen Verteidigungsturm vergessen. Und dann schauen wir mal, ob wir da vielleicht noch irgendwie sowas Radiostationsmäßiges finden oder ja, irgend so ein Hütchen, wie wir sie schon gesehen haben. Ah, der Berg geht schon, ich wollte gerade sagen leichter, aber nee, anscheinend doch nicht so leicht wie der andere. Raus mit euch und Transmitterturm, ah ja, dann reparieren wir den doch mal. Ah, wieder das kleine Minispiel. Bam, bam, bam. Und repariert. Der Funkturm und die Funkstation wurden wiederhergestellt. Die Standorte der Funkstation werden jetzt auf ihrer Karte angezeigt. Sehr gut. Das ist neu. Die hatten wir schon.
Dann holen wir uns doch noch schnell diese Funkstation. Verdammt, schon wieder der falsche Knopf. Funkstation markieren. Ab ins Mako. Und zur Markierung. Rum, rum. Nein, rückwärts? Oh, rückwärts den Berg runter ist nicht die beste Idee. Oh. Pump, pump. Und Backflip. Oh Gott. Aber hammerhart, was der Mako alles aushält. Naja, da ist nochmal das Ausrufezeichen, was wir gerade quasi abgefrühstückt haben. Und wir müssen weiter Richtung... Was ist denn das? Ne, Norden ist das nicht. Westen müsste das dann... Ne, Osten. Osten, oh mein Gott. Alle Geografielehrer mögen mich jetzt mit ihren Büchern schlagen. Das war natürlich Osten. Genau, demonstrativ springe ich erstmal was in die Luft. Und falle dann die Klippe hinunter. Yeah! Rum. Roms. Ah, wir kommen ihm näher. Dem Zielort, den wir uns gesetzt haben. Ja, super. Dann komm schon. Hoch. Hoch. Weiter hoch. Weiter hoch. Und dann geht's gleich in, wahrscheinlich wieder gleich runter. Und da sind wir auch schon. Raus mit euch. Da können wir nichts machen. Shepard, da können wir nichts machen. Aber da, gesicherte Kiste. Wenn ich das schon wieder lese, lese ich auch Dechiffrierung. Fähigkeit zu gering. So ein Scheiß. Oh, eine Leiche. Und Medikit. Die Leiche weist diverse Verbrennungen auf und zeigt Anzeichen eines schweren Schädel-Hirntraumas. Glücklicherweise hat die Explosion sie auf der Stelle getötet. Ja, das ist ja zumindest eine kleine Erleichterung. Stationsprotokolle. Sie haben mich gefunden. Verdammte Batterianer. Ich kann sie umherstreifen hören. Sie versuchen, einen Weg hier reinzufinden. Es klingt, als wollten sie was an der Tür anbringen. Sollte ich es nicht schaffen, richte. Da haben wir wohl ihre letzten Minuten oder Augenblicke mit anhören dürfen. Ja, die Batterianer scheinen ja wohl alle Zeugen vernichten zu wollen. Machen einfach alles platt. Okay. Das kann uns nur noch mehr motivieren, die Batterianer aufzuhalten. Und deshalb gehen wir auch auf zum nächsten Fusionsantrieb. Wenn wir uns erstmal in den Tod stürzen. Hui. Ups. Oh Gott. Ach, wer fährt. Wie der Shepard da schon wieder rumfährt. Unfassbar. Der braucht echt mal ein Update für sein Navi. Sehr schlimm mit der Routenfindung. Aber, oh, da sehe ich doch schon wieder was Rotes. Das heißt, Abwehrtürme. Ah, da ist auch der Strahl vom Fusionsantrieb. Ah ja, und das müssen wohl diese komischen Detonationskörper sein. Oder die Abgrenzung davon. Okay, da sollten wir dann nicht zu nah rankommen. Speichern beendet. Und ich versuche erstmal aus der Ferne den ein oder anderen Turm da kaputt zu machen. Ohne jetzt in den Detonationsradius zu kommen. Weil die Türme möchte ich ehrlich gesagt nicht unnötigerweise mit den Fußtruppen erledigen. Weil so mit den Maschinengewehren und so sind die ja schon ganz schön schwer kaputt zu kriegen. Und hier haben wir ja nicht umsonst einen Panzer. Ja. Ah, verdammt. Shepard, du solltest da mal ein bisschen mehr ausweichen hier. Okay, machen wir gleich. Aber zuerst. So, noch hier irgendwo ein Kandidat, der auf uns schießt? Sie mich hören? Nein, anscheinend nicht.